Riesenanspannung auf Seiten der Hammer Spielvereinigung vor dem letzten Saisonspiel beim FC Gütersloh. Kann die HSV den Abstieg noch verhindern, dann müsste sie ausgehen vom drohenden Abzug am Grüntisch. Hier unbedingt punkten, gleichzeitig ist Hamm auch noch auf Punktverluste der Konkurrenz angewiesen. HSV-Trainer Lewe Johann hat das Schielen auf die anderen Plätze während der Partie untersagt. Für den rot auflaufenden HSV gilt volle Konzentration auf das eigene Spiel. Und der angeschlagene Joel Grodowski macht es vor 9. Minute. Die erste dicke Chance für die Gäste, in Führung zu gehen. Yilmaz aber hat in diesem Fall was dagegen. Mehr tut sich dann erstmal nicht im Angriff der HSV und der FC Gütersloh kommt zu Möglichkeiten. 21. Minute, Kaptan hält drauf, Peters pariert tadellos. Auch beim Nachschuss wird er zum Spielverderber für die Ostwestfalen, die ja noch die direkte Qualifikation für den Westfalenpokal vor Augen haben. Vor mehr als 800 Zuschauern trifft HSV-Stürmer Grodowski dann nochmal das Außennetz, bevor Schiedsrichter Torben Siever die Mannschaften in die Pause verabschiedet. Hamm zu diesem Zeitpunkt abgestiegen, denn auch auf den Plätzen in Gievenbeck und Holzwickede heißt es zum Seitenwechsel unentschieden. Zweite Hälfte, keine 5 Minuten gespielt und Hamm mit der dreifachen Chance zum ersten Tor. Erst Schmidt, Yilmaz pariert und dann kann Piel die Pille nochmal durchstecken. Grodowski, wieder Yilmaz und nochmal Grodowski. Und es ist doch kaum zu fassen, dass nicht einer davon reingeht. Berkay Yilmaz im Tor des FCG, aber auch überragend. Und aus dem anschließenden Eckball ergibt sich dann sogar eine große Möglichkeit für die Gastgeber. Flock treibt den Ball schnell nach vorn, sieht rum, der läuft jetzt auf Peters zu. Große Chance, Gütersloh. Aber auch das ist eben überragend. Peters ein Garant dafür, hier das fast Unmögliche doch noch möglich zu machen. Aber ein Tor muss her für die Rotblusen und sie dürfen sich keines fangen. Eine Stunde um jetzt. Hamm mit Schmidt. Grodowski, Schneider übernimmt und der Routinier behält den Überblick. Rechts, da ist Diekmann. Das sieht gut aus. Grodowski läuft ein und da ist der Führungstreffer. 0:1, Hamm macht das Tor zum Klassenerhalt einen Spalt breit auf. Diekmann bedient Joel Grodowski maßgenau. 15. Saisontor für den zu Preußen Münster wechselnden Stürmer. Und zu dem Zeitpunkt ist bei den HSV-Fans im Stadion längst angekommen, dass Brünninghausen in Holzwickede mit 0:1 zurückliegt. Und das würde ja zum Klassenerhalt reichen. Aber bis dahin ist es ja noch etwa eine halbe Stunde, eine Ewigkeit also. Und da kann noch viel passieren. Das wäre hier mal ein Beispiel. Nick Flock macht die mitgereisten Zuschauer aus Hamm für einen kurzen Moment bewegungslos. Aber Gütersloh baut dann im weiteren Verlauf in dem Maße ab, wie Hamm zulegen kann. Die HSV bissiger, man sieht ihr den Willen an, den sie schon in den vergangenen drei Spielen gezeigt hat. 75. Minute, Nölle zu Schneider, direkte Weitergabe. Yildirim bedient Schmidt und es heißt hier 2:0 für Hamm. Und alles, was Rot trägt, jetzt aus dem Häuschen. Und mit diesem Tor rückt der Abstieg immer weiter weg. Denn auch Holzwickede führt mittlerweile mit 3:0. Hier nochmal das Tor. Schöne Staffette über Schneider und Yildirim. Pascal Schmidt nicht im Abseits, schaufelt die Kugel über Yilmaz ins Tor. Der 10. Saisontreffer, sicher ein glänzender Abschluss für Pascal Schmidt, der Hamm in Richtung Aalen verlässt. Und wir springen in die 84. Minute. Auf den Rängen sind die Hammer längst in Feierlaune. Vielleicht jetzt noch der ganz, ganz fette Deckel, damit auch der letzte Zweifel verfliegt. Fehlpass hier von Widdecke und Kleid schnappt sich den Ball. Dann ist Tia da, Leon Tia, und das ist er dann. Der fette Deckel. 0:3, die Party ist hier endgültig im Gange. Da hält es auch den Trainer nicht mehr an der Seitenlinie. Dem Schuss von Tia war ein Foul an Klajic vorausgegangen. Siever zeigt Vorteil an und so holt Tia zum letzten Schlag aus. Und der Jubel ist am Ende dann riesengroß. Mit 3:0 gewinnt die Hammer Spielvereinigung beim FC Gütersloh und sichert sich auch durch die Niederlage des FC Brünninghausen beim Holzwickeder SC den Klassenverbleib. HSV-Trainer Lewe Johann, der immer voranging und überzeugt war, dass seine Jungs es noch packen werden, lässt es dann zusammen mit der Mannschaft und den mitgereisten Fans richtig krachen. Trainer als auch Mannschaft haben dem immensen Druck tatsächlich standgehalten. Der Kelch ist an der HSV nochmal vorbeigegangen. Man darf den Hut ziehen vor dieser Mannschaft.
Die Aufarbeitung der gesamten Saison steht bei der HSV später auf einem anderen Blatt. Und mit diesen tollen Bildern darf ich mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen in der nun ja zurückliegenden Saison. Einen schönen Sommer noch und tschüss. Am kommenden Mittwoch geht's für die Elf von Julian Hesse weiter im Kreis B.